ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video testen wir eure Rossmann-Hassprodukte. Ich habe euch vor einiger Zeit schon in meiner Story gefragt, welche Produkte von Rossmann ihr über alles hasst, welche Produkte ihr nicht mögt, welche für euch Fehlkäufe waren, aus dem Segment dekorative Kosmetik und euch ein paar Sachen notiert, aufgeschrieben und die genannten Produkte eingekauft. Kurzer Disclaimer, nur weil bestimmte Personen die Produkte nicht mögen, heißt es nicht, dass sie generell schlecht sind. Jeder ist anders, jede Haut ist anders, jeder mag einfach andere Konsistenzen. Und ich schaue mir in diesem Video einfach mal die Produkte genauer an, um euch auch sagen zu können, für wen das wahrscheinlich funktioniert oder für wen das eben nicht funktioniert und wer sich da das Geld bei diesem Produkt sparen kann. Aber all diese ganzen Produkte werden schon auf irgendeine Art und Weise ihre Daseinsberechtigung haben. Aber ich finde diese Videos immer sehr spannend, deswegen freue ich mich jetzt sehr, dieses Video zu machen. Hinterlasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, das würde mich sehr, sehr freuen. Und schreibt mal in die Kommentare, wo geht ihr öfter hin, DM oder Rossmann? In meinem Fall ist es DM, weil der einfach näher ist. Aber wir starten jetzt endlich. Und zwar mit dieser Foundation hier. Leute, das hat mich so gewundert, dass sie öfter genannt wurde, denn die ist von Maybelline und ich liebe Maybelline, vor allem die Mascaras von Maybelline, erste Sahne. Und da war ich dann doch echt richtig gespannt, als ich gesehen habe, dass sie eben nicht nur einmal genannt wurde und wollte sie unbedingt testen. Also das ist die Maybelline Superstay Active Wear Foundation. Die verspricht einen Halt bis zu 30 Stunden, eine Full Coverage Foundation. Und sie soll Transfer Resistant sein, also anscheinend auch recht gut halten. Was ich an dieser Foundation kritisiert habe, sind folgende Punkte. Am häufigsten genannt wurde, dass sie sehr schwer zu verteilen bzw. zu verblenden wäre, weil sie sehr schnell auf der Haut antrocknet. Allgemein trocknet sie aus, sie dunkelt nach und sie deckt nicht. Also einfach insgesamt das Hautbild wäre danach eher crusty, nicht schön. Und da bin ich jetzt richtig gespannt. Leute, ich habe auch einen Primer gekauft, mit dem müssen wir eigentlich anfangen. Wir kommen in einer Sekunde nochmal darauf zurück. Das hier wäre der Primer, der ist auch von einer Rossmann Eigenmarke. Es sind eben viele Produkte hier von einer Rossmann Eigenmarke. Ich habe eher zu denen gegriffen, damit ihr eben in diesem Video auch ganz klar den Unterschied seht zu den DM-Flop-Produkten. Das habe ich vor einiger Zeit hochgeladen, falls euch interessiert. Link dazu ist in der Infobox oder schaut einfach auf meinem Kanal. Auf jeden Fall. Hier wurde folgendes kritisiert. Das Produkt hätte eine zu feste Konsistenz. Es würde anfangen zu krümeln. Man muss es sehr schnell arbeiten, weil es ansonsten fleckig wird und das Hautgefühl nicht gut ist. Ich werde es wahrscheinlich nicht testen können mit dem Hauptaspekt, dass meine Rötungen verschwinden. Aber es wurde ja auch hauptsächlich die Konsistenz kritisiert, deswegen deswegen starte ich jetzt einfach mal und quatsch gar nicht so viel. Oh Gott. Ich weiß schon, was gemeint ist. Man muss schnell arbeiten. Das tendiert... Es tendiert so fusselig zu werden. Ich hole euch gleich mal näher ran. Ich muss jetzt aber erstmal hier zügig einarbeiten. Danach stelle ich meine Kamera um, okay? Also bei dem Produkt habe ich tatsächlich das Gefühl, dass man das am besten mit den Fingern einarbeitet, weil irgendwie mit der Körperwärme und so lässt es sich etwas besser in die Haut einarbeiten als mit einem Pinsel. Mit einem Pinsel wäre das jetzt definitiv nicht so geil. Aber mit den Händen funktioniert es schon, das einzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich habe die ganze Zeit überall so kleine Fusseln im Gesicht. Oder zum Beispiel hier an der Hand, das ist so ganz leicht fusselt. Also definitiv eine schwierige Konsistenz. Ich verstehe die Kritik. Mein Tipp mit Körperwärme probieren. Macht's nicht perfekt, aber ein bisschen besser. Jetzt bin ich aber mal auf die Foundation gespannt, die angeblich so schwer einzuarbeiten wäre, beziehungsweise so schnell antrocknet. Ich fühle mich hier wie bei irgendeiner Make-up. Ist das? Moment, jetzt hier. Ich glaube, das ist aber auch jetzt die Kombi aus dem Primer, der nicht so geil ist. Und dann die Foundation noch drauf. Das lässt sich echt nicht gut einarbeiten. Ich fühle mich die ganze Zeit wie bei irgendeiner Make-up-Challenge mit einem Zeitlimit, weil ich mir die ganze Zeit beste Mühe gebe, die Produkte schnell einzuarbeiten. Leute, das sieht nicht pretty aus. Okay, auf jeden Fall schon mal in der Farbe vergriffen. Ich finde es nämlich zu hell für mich. Also zu dem Thema, dass sie nicht decken würde, das sehe ich nicht so. Ich finde, sie deckt. Aber das Hautbild gefällt mir tatsächlich nicht. Sie würde auf jeden Fall auf öligere Haut deutlich besser funktionieren. Bei mir lässt sie sich wirklich schwer verteilen. Erstens, ich habe wirklich super trockene Haut und dieser Primer macht es nur noch schlimmer. Sie lässt mich insgesamt ein bisschen cakey aussehen. So ein bisschen crusty. Nicht für meinen Hauttypen, aber generell finde ich sie jetzt eigentlich nicht schlecht. Ich finde, es hat eine nette Deckung. Deckkraft. Und vor allem fühlt sie sich auch ganz gut auf der Haut an. Also sehr leicht. Vor allem für die Deckkraft. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich in eine Maske sitzen habe oder so. Also dafür, dass es ja alles Flop-Produkte sein sollen, finde ich doch echt noch so den ein oder anderen positiven Aspekt an den Produkten. Es geht weiter mit Concealer. Da habe ich diesen hier gekauft. Das ist der Liquid Camouflage Concealer mit einer hohen Deckkraft. Da wurde folgendes kritisiert. Einmal der Geruch. Der soll nämlich sehr, sehr stark nach Desinfektionsmittel riechen, beziehungsweise Alkohol. Dafür, dass es ein Camouflage Concealer ist, soll er angeblich eine sehr schwache Deckkraft haben. Er soll nachdunkeln, er soll schnell fleckig werden, er wäre schwer zu verblenden und er würde sogar ein bisschen brennen. Da bin ich ja mal gespannt. Schauen wir uns erstmal den Geruch an.
Riecht ein bisschen nach Nagellack. Ja, ich kann es verstehen. Ich frage mich aber sowieso, ob wir nicht alle ein bisschen sensibler auf den Geruch von Desinfektionsmittel reagieren, weil wir den Geruch gerade so kennen. Weil ja, es hat schon was von Desinfektionsmittel. Hier, die Farbe war, glaube ich, ganz gut. Ich habe die Nuance 02 verwendet. Also, das heißt, geht sogar heller. Wenn der so stark nachdunkeln soll, hätte ich eigentlich die Nummer heller nehmen sollen. Blenden wir das Ganze doch erstmal ein bisschen ein. Es lässt sich nicht pretty verblenden. Kennt ihr das, wenn man mit dem Pinsel da dran geht und einfach schon sieht, wie das Produkt aussieht, dann denkt man sich schon so, wow, das wird meine Haut einfach niemals aufnehmen, sondern es wird die ganze Zeit einfach nur schuppig auf meiner Haut drauf rumschwimmen. Das denke ich mir gerade. Das lässt sich manchmal sehr schwer mit der Kamera einfangen, aber ja. Boah, ich weiß nicht. Nein, also... Leute, ich weiß nicht, woran es liegt, Leute. Ob es jetzt die Kombination ist aus einem Crusty Primer mit einer Crusty Foundation und dann Crusty Concealer drauf. Ah, an dieser Stelle funktioniert hier gar nichts mehr. Am schlimmsten ist dieser Concealer eigentlich um die Augen herum. An den anderen Stellen im Gesicht hat er schon irgendwie für mich funktioniert. Aber um die Augen rum, wo man auch so Fältchen hat, vielleicht empfindlichere Haut, da passiert irgendwie nichts. Und da merke ich auch sehr stark, wie der einfach nicht deckt. Vor allem für den Begriff Camouflage Concealer. Würde da jetzt irgendwas mit Natural Touch stehen, dann würde ich niemals diesen Punkt hier anfangen zu kritisieren. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist nicht gut. Das macht keinen Spaß. Alter, das sieht so schlimm aus. Ich blende euch jetzt hier meine kleine Handyaufnahme ein. Da seht ihr auch, wie ungezupft meine Augenbrauen sind. Aber da seht ihr eben auch die knallharte Realität, wie meine Haut hier gerade aussieht. Das ist absolut nicht pretty. Das ist nicht schön. Das ist überall einfach nur crusty. Dieser Primer hängt hier mir noch fusselig in der Augenbraue. Und hier, da kann ich auch noch 10 Schichten auftragen, das wird nicht besser. Den Concealer mag ich zum Beispiel echt nicht. Also bei anderen Produkten habe ich immer noch verstanden, für wen das funktioniert, aber der Concealer, er deckt auch nicht nice. Deswegen würde ich mir den auf jeden Fall nicht noch einmal kaufen. Weiter geht es mit diesem Produkt hier von Isana. Das, oh Leute, ich habe hier Primer. Das Cream and Powder 2-in-1 Make-up. Antibakteriell gegen Pickel in der Farbe Hell. Und zwar wurde hier folgendes kritisiert, es soll kein schönes Hautbild machen. Ja Leute, der Zug ist jetzt hier aber endgültig abgefahren. Ich weiß nicht, wie ich das in diesem Zustand hier noch teste. Soll. Ich gehe einfach mal rein. Ich finde den Applikator süß. Ich finde auch das Packaging süß. Es ist rosa. Für die Farbe hell ist der Farbton auch okay. Also könnte definitiv auch noch heller sein, aber es ist okay. Ich gehe mal rein. Ich trage es jetzt hier auch mal mit dem Applikator. Die Farbe ist ein bisschen zu hell für mich. Ich kriege gerade Major Throwbacks zu meiner Schulzeit. Oh mein Gott, niemals. Da hatte ich nämlich echt ein paar Mädels in der Stufe, die einfach immer so stark gepudert zur Schule gegangen sind. Ah, ich weiß nicht, ob das damals in war. Der Concealer dunkelt übrigens wirklich nach. Ich gebe einfach mal ein bisschen Puder unter die Augen. Fazit zu dem Ganzen. Für das Geld ist es auf jeden Fall ein echt nices Produkt. Es hat Deckkraft. Es funktioniert auf der Haut. Es wird wahrscheinlich auf öliger Haut funktionieren, weil auf meiner trockenen, crusty Haut sieht es halt nicht schön aus. Da macht es definitiv kein schönes Hautbild. Unter anderen Umständen kann ich mir aber schon vorstellen, dass das eigentlich sehr gut funktionieren könnte. Also ich sehe da auf jeden Fall eine Preis-Leistung bei dem Produkt. Wir machen weiter mit dem Augenbrauenstift. Der ist von Max Factor, der Eyebrow Pencil. Ich habe ihn in der Farbe 002 Hazel gekauft und folgendes wurde hier kritisiert. Und zwar soll dieser Augenbrauenstift zu hart sein, unangenehm aufzutragen und nicht mehr zeitgemäß vom Produktaufbau. Ich glaube, damit ist einfach gemeint, dass es immer noch so ein stinknormaler Stift ist. Nichts zum Aufdrehen, nichts mit einem integrierten Spitzer. Und die Bürste hier am Deckel ist halt auch echt noch so sehr oldschool. Also ich erinnere mich noch daran, als ich super klein war, hatte meine Mama halt auch Augenbrauenstifte, die genauso aussah. Ich trage da mal auf. Wir können es erstmal auf der Haut testen. Ich komme nochmal näher. Der braucht einen Moment, um ein bisschen warm zu werden. Der ist aber schon auf jeden Fall hart. Tragen wir es mal auf. Oh Leute, das macht auch keinen Spaß. Also dadurch, dass er so hart ist, gibt er auf jeden Fall wenig Farbe ab. Was natürlich den positiven Effekt hat, dass das Ergebnis recht natürlich aussieht. Die Farbe passt grundsätzlich bei mir auch. Ich mag allerdings eher so ein bisschen kühlere Töne. Es gab aber keinen kühleren Farbton, der zu mir gepasst hätte. Also wäre von meiner Seite aus ein Kritikpunkt, noch mehr Farbnuancen zu bringen und die gerne eben auch ein bisschen kühler sind. Ich hänge hier immer hier unten irgendwo, wenn ich mich schminke. Ich hole mir mal einen Handspiegel. Ja, dieses Bürstending zum Durchbürsten, da gibt es halt irgendwie auch angenehmere und coolere Lösungen, bei denen mir auch das Endergebnis am Ende besser gefällt. Tut sogar ein bisschen weh. Aber grundsätzlich ist es jetzt kein schlechtes Produkt. Es hat seinen Zweck erfüllt. Ich glaube, bei dem Produkt ist einfach nur das Ding, dass es mittlerweile einfach bessere Alternativen gibt für teilweise noch weniger Geld. Aber wenn ihr es hart mögt und so ein bisschen oldschool vom Packaging, dann wäre das vielleicht was für euch. Normalerweise sind die aber immer ganz nice, wenn man so ein bisschen erstmal die auf dem Handrücken erwärmt.
dann läuft es ein bisschen besser. Es geht weiter mit einer Lidschattenpalette, und zwar diese hier von Revolution. Explizit diese hier. Und zwar wurde hier Folgendes kritisiert. Ach, das steht ja nicht hier, sondern auf meinem Zettel. Dass die Pigmentierung nicht gut wäre. Und es sehr schwer wäre, damit Looks zu schminken. Gut, also wenn man die halt kauft, dann sieht man halt, worauf man sich einlässt. Das Fenster ist groß, die Farben sind halt so ein bisschen, ja, bunt. Also, hoppala. Kann schon schwieriger sein, damit zu arbeiten. Ich habe heute Lust auf was Gelbes. Wollen wir was Gelbes machen? Oder wollen wir all pink? Boah, Gelb kann halt auch echt mies aussehen. Ich wollte danach eigentlich noch was drehen. Machen wir Gelb. Oh, das Gelb sieht für mich aber ganz gut pigmentiert aus. Bisschen sehr bröselig, muss ich sagen. Also, ist sehr putrig, die Geschichte. Trage es jetzt einfach mal auf. Naja, okay. Gelb ist halt auch immer so eine etwas schwierigere Farbe. Aber das geht voll klar, Leute. Also, man hat am Ende schon was auf dem Auge. Definitiv. Trage es jetzt hier aber auch echt mit einem guten Pinsel auf und so, ne? Das funktioniert. Swatch gleich noch ein paar andere Farben. Dann können wir uns besser angucken, wie da so die Pigmentierung ist. Die krümeln aber. Also vor allem dieses Gelb. Geht jetzt noch eine andere Farbe rein. So ein Orange. Ich gehe da jetzt gerade nur sehr leicht rein. Aber der wirkt jetzt auf dem ersten Blick auch nicht so schlecht pigmentiert, muss ich sagen. Ich würde mein Augen-Make-up jetzt einmal kurz für den Moment so lassen. Ich muss sagen, ich habe nicht das Problem, dass die Pigmentierung mir nicht gefällt, sondern vielmehr das Problem, dass die Farben sehr schnell fleckig werden. Ich glaube aber, das liegt einfach daran, dass dieser ganze Untergrund auf meinem Augenlid einfach nur crusty ist und trocken durch die Produkte, die ich davor verwendet habe. Wir testen jetzt einfach mal die Deckkraft. Ich gehe mal ein bisschen rein und dann swatche ich die und dann können wir mal ein bisschen spielen. Ich gehe hier einmal in dieses Hellblau. Das Gefühl ist tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn man da reingeht. Ja, okay, ist jetzt da. Seht ihr das Hellblau? Da passiert jetzt nicht so viel. Das dunklere Blau. Ja, doch. Das finde ich. Die waren von der Pigmentierung jetzt aber nicht so berauschend. Nicht so nice wie mein Gelb. Gehen wir hier noch in dieses Pink. Ja, okay. Das ist schon wieder ein bisschen besser, aber auch echt nur so ein bisschen. Ich gehe jetzt nochmal zum Vergleich in das Gelb rein, mit dem ich mich geschminkt habe. Hier seht ihr auch mal, wie putrig das ist. Könnt ihr das erkennen? Ich blende euch hier mein Bild ein, da könnt ihr gut sehen, wie putrig dieses Gelb ist. Viel putriger als alle anderen Lidschattenfarben. Ich glaube, das ist einfach so eine Palette, wo jede Lidschattenfarbe so ein bisschen anders performt. Manche sind einfach trockener, putriger, haben mehr Fallout als andere. Und die Auswahl an bunten Paletten ist jetzt nicht so groß, deswegen würde ich das jetzt nicht als absoluten Flop bezeichnen. Eine geringere Pigmentierung hat natürlich auch den Vorteil, dass man nicht direkt aussieht wie ein Clown. Vor allem bei so bunten Farben kann das eben sehr schnell passieren. Ich muss sagen, mein Augen-Make-up sieht so fleckig aus in der Kamera. Das macht mich wahnsinnig. Ich schwöre, echt sieht das gar nicht so schlecht aus. Das nächste Produkt ist ein Eyeliner. Und zwar, Folgendes wurde dabei kritisiert. Ich habe gar nicht gesagt, was für ein Produkt das ist. Auch von Revolution, der Super Flick Eyeliner. Die Kritikpunkte. Es wäre sehr schwer, sich damit einen Eyeliner zu ziehen. Der Eyeliner würde bröseln. Und es wäre sehr schwer, diesen Eyeliner abzuschminken. So, also, so ein Applikator ist das. Ja, Leute, dann kann ich jetzt auch schon sagen, dass ich es schwer finden werde, damit einen Eyeliner aufzutragen, weil ich normalerweise immer nur diese Pen-Eyeliner mag. Wir fangen einfach mal an. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich unten in der Ecke verschwinden. Oh Mann. Anxiety hittet gerade bei mir. Bisschen viel Produkt dran. Oh, ich hätte gerade mein ganzes Make-up versauen. Ja, Leute, ich kann mir damit schon mal keinen Eyeliner-Strich ziehen. Ich glaube aber, dass an sich der Applikator und der Aufbau vom Eyeliner gar nicht so schlecht sind, sondern dass es einfach nur daran liegt, dass ich eine andere Eyeliner-Art gewohnt bin. Wenn man das langsam macht, dann geht's. Ich mag den Geruch nicht, Leute. Nee, nee. Ich gehe mal gerade ganz kurz ans andere Auge. Bin ich hier überhaupt noch scharf unten in der Ecke? Also ich verwende ja absichtlich nicht Eyeliner in dieser Art hier, weil ich es schon immer als viel schwieriger empfunden habe, sich damit einen schönen Eyeliner-Strich zu ziehen. Der Applikator ist aber echt ganz nice, weil er schon ein bisschen Widerstand gibt. Der erinnert mich schon ein bisschen an diese Filzstift-Eyeliner, so nenne ich sie jetzt einfach mal, da wissen wir alle, was gemeint ist. Ich glaube, man braucht einfach nur ein bisschen mehr Übung für diesen Eyeliner. Irgendwie mag ich nicht das Geräusch, wenn man mit dem Eyeliner über meinen Lidschatten fährt. Das macht wirklich bei mir einfach ein Geräusch. Okay, er ist ungleich und sieht nicht gut aus. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass der bröselt, wenn ich jetzt so sehe, wie der bei mir antrocknet. Könnte schon sein. Und ich schreibe euch da auch hin, wie es war, den abzuschminken. Es geht weiter mit der Mascara und das ist so ein richtig verrücktes Produkt. Als ich das gelesen habe bei euch, da war ich so, hä? Das ist nämlich einfach eine Mascara mit Gurkenduft. Das steht einfach hier drauf, mit Gurkenduft. Und zwar ist es die Cucumber Splash Mascara von Rival Loves Me. Das ist so der Teenie-Ableger von Rival de Loup. Süße Bürste. Auf jeden Fall kritisiert wurde, ich will noch nicht dran riechen, deswegen ich halte es wieder ein bisschen weiter weg, dass der Gurkenduft nicht so nice wäre, dass die Mascara sehr trocken ist und das Bürstchen kaum Produkt auf die Wimpern abgibt. Wie witzig. Riecht eigentlich wie so ein Abschminkprodukt. Es riecht tatsächlich nach etwas. Ich würde jetzt nicht direkt Gurke sagen, sondern eher so ein Micellenwasser. Dann testen wir das Ganze doch einfach mal. Das Bürstchen sieht aber echt ganz süß aus.
Ah ja, ich verstehe die Kritik. Kennt ihr das, wenn man eine Mascara zum ersten Mal verwendet und sie dann so richtig feucht ist und ihr dann eigentlich direkt zu viel Produkt drauf habt? Das habt ihr hier nicht. Boah, ich sollte mich mal ein bisschen besser konzentrieren. Ich habe jetzt einfach meinen Lidschatten zugesaut. Man muss einfach öfter reingehen, ein bisschen aufbauen. Aber ich meine, die Mascara wirkt jetzt einfach auch schon so, als wäre sie für eine sehr junge Zielgruppe. Da finde ich das tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn man einfach ein bisschen schichten muss, um wirklich was zu sehen. Denn sie soll ja auch den Sinn erzielen, dass man auch ein sehr natürliches Ergebnis damit erzielen kann. Und das macht auf jeden Fall die Mascara. Also sie macht jetzt nicht so mega krasse Wimpern mit Full-Slash-Effekt-Look, aber das verspricht sie ja auch nicht. Sie ist einfach wirklich was, wenn man gerade einfach anfängt, sich zu schminken. Dafür würde ich sie empfehlen. Und wenn man irgendwie einfach Spaß hat an ausgefallenen Gerüchen. Wow, ich habe so verkackt. So unfassbar verkackt. Ey, ich brech weg. Warum habe ich so viel Mascara auf meinem Augenlid? Es geht weiter mit den Lippen, endlich. Da habe ich zwei Produkte. Das hier ist das erste und zwar von Lavera. Sehr schade, dass ein Lavera-Produkt dabei ist. Denn das ist auch eine Brand, die ich an sich sehr cool finde. Meine Mama hat auch sehr viele Lavera-Produkte. Das ist der Brilliant Care. Der Brilliant Care. Hat sonst keine weitere Bezeichnung. Der soll nicht gut halten, riecht unangenehm und schmeckt ekelhaft. Na, schauen wir uns das Ganze mal an. Wie dreht man dich überhaupt raus? Also, ich finde nicht, dass der ekelhaft riecht. Der erinnert mich an, ich habe so eine richtig intensive Kokosöl-Lippenpflege. Die riecht halt sehr natürlich. Und irgendwie hat das so ganz leicht was davon. Ist hier irgendwas mit Kokosöl drin? Wir tragen das jetzt einfach mal auf. Die Farbe gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Okay, ich habe den jetzt mal aufgetragen. Passt jetzt nicht so gut zum Augen-Make-up und insgesamt sieht es ein bisschen weird aus, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Auftragen ging sehr gut. Ich finde den Namen Brilliant Care tatsächlich sehr passend dazu, denn es fühlt sich schon beim Auftragen wahnsinnig pflegend an. Ich kann vom Gefühl her schon bestätigen, dass er nicht gut auf den Lippen halten wird, aber das Produkt verspricht es ja in dem Sinne gar nicht und solche Care-Lipsticks sind sowieso oft so ein bisschen rutschiger auf den Lippen. Ich mag das Gefühl definitiv. Ich würde den definitiv nochmal verwenden. Klar, der Geruch ist so ein bisschen anders, aber es ist Naturkosmetik. Da geht man ja auch oft davon aus. Es wird ja kritisiert, dass er nicht gut schmeckt. Ich kann den doch jetzt nicht einfach essen. Geht. Naturkosmetik halt. Ich würde den aber echt nochmal verwenden und danach vielleicht meiner Mama geben. Ich glaube, die könnte der sehr gut gefallen tatsächlich. Ich wollte ja eigentlich Flop-Produkte testen. Auf einmal sind es Produkte, die ich ja meiner Mama schenke. Also das zweite Lippenprodukt ist von Essence. Leute, Essence ist einfach einer meiner absoluten Lieblingsmarken und die ist jetzt einfach hier in diesem Video. Ich bin sehr gespannt. Ich mag Essence unglaublich gern. Ich finde es so faszinierend, was für eine Produktqualität die für den Preis hinbekommen. Das fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Und hier geht es jetzt um den Juicy Bomb Lip Gloss. Und da wurde Folgendes kritisiert. Und zwar wäre der Geruch viel zu künstlich. Und es wäre wie ein Kinder Lip Gloss aus dem Automaten. Wir probieren das dann einfach mal. Gut, also Geruch viel zu künstlich. Schauen wir uns das an. Ja, der Geruch ist super künstlich. Ich finde es nicht schlimm. Aber er ist sehr künstlich. Ich weiß genau, was gemeint ist. Erinnert ihr euch noch? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin einfach alt. So Leute aus meiner Generation, erinnert ihr euch noch an diese Radiergummis in solchen Stiften, wo man immer den obersten wieder nach unten schieben konnte, die Düfte hatten? Genauso. Genauso riecht er. Sehr künstlich. Auch schon ordentlich intensiv. Aber wie gesagt, mich stört es nicht. Aber es ist künstlich unintensiv. Ne? Also wer es nicht mag, da ist es dann halt raus. Tragen wir mal auf. Ja, ich weiß auch an sich, was gemeint ist mit diesem Argument, ein Kinderlipgloss aus dem Automaten. Ich glaube, das macht das Packaging halt auch. Hier wird jetzt auch nicht mega halten. Wenn ihr mal schaut, da wird auch nicht viel Farbe oder so abgegeben. Das ist halt einfach nur ein shiny Gloss. Ich finde auch den Namen Juicy Bomb, der ist auf jeden Fall auch ganz gut gewählt, denn es ist einfach nur so ein künstlich juicy Lipgloss, der einfach so einen Bomb-Effekt hat. Ich finde auf jeden Fall nicht klebrig, das mag ich sehr gerne. Das unterscheidet ihn eigentlich von so einem Kinder-Lipgloss aus dem Spielautomaten. Ich würde ihn wieder verwenden. Ich finde ihn ganz nice. Aber Leute, der Geruch, der haut rein. Das riecht einfach intensiver als ein Bilou-Duschgel. Und die sind ja schon sehr intensiv. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, welches Produkt ihr aus diesem Video am schlechtesten fandet und welches am besten. Ich glaube, meine persönlichen Flops der Flops wären diese beiden hier. Und wenn ich mich zwischen denen entscheiden müsste, wäre es dann das. Das ist einfach nur crusty, krümelig. Ich habe die Krümel immer noch in meinen Augenbrauen. Ich mache das wahnsinnig. Und hier ist halt einfach, ich hätte dem einfach einen anderen Namen gegeben. So Natural Touch und vielleicht ein bisschen Feuchtigkeitsspender. Und das Produkt für mich ist dieser Lipcare Stick. Den fand ich schön. Ich hoffe sehr, ihr seid auch bei meinem Video nächste Woche dabei, denn es werden sich ein paar Sachen verändern, die euch, glaube ich, gefallen könnten. Und ansonsten findet ihr hier noch Videos verlinkt, falls ihr euch noch eins anschauen möchtet. Oder ihr könnt einfach auf meinem Kanal rumstöbern und dann sehen wir uns einfach in meinem nächsten Video am Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.